Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, endlich mal wieder ein Video. Tut mir leid, aber vielleicht werden welche wissen, dass ich nicht so viele Videos gemacht habe, weil ich gerade im Abi-Stress war. Jetzt habe ich mein Abi. Zumindest bin ich fertig damit. Ich weiß zwar die Noten und so noch nicht. Ich weiß eigentlich noch nicht genau, ob ich bestanden habe oder nicht. Aber ich habe diesen Stress erstmal nicht mehr. Und deshalb kann ich wieder Videos machen. Und ja, ich bin sehr zufrieden damit. Aber jetzt hier ist es jetzt nicht unbedingt ein super interessantes Video. Ich dachte, ich erzähle vielleicht ein bisschen was von meiner Abitur, weil ich habe das jetzt nicht normal gemacht. Deshalb, wenn es euch nicht interessiert, könnt ihr wegschalten. Ja. Ich habe mein Nicht-Schüler-Abitur gemacht, das heißt, ich bin nicht als Schülerin zur Schule gegangen, hatte auch keinen Privatlehrer oder so, sondern habe mich einfach selbst auf mein Abitur vorbereitet. Das war halt auch deshalb ein bisschen schwer, weil wenn man halt zur Schule geht und das halt normal macht, dann hat man auch Probeklausuren oder so und weiß, was einen erwartet, und ich wusste es halt nicht. Also in den meisten Prüfungen habe ich einfach die Woche davor angefangen zu lernen, so ungefähr. Ich weiß nicht, bei Geschichte habe ich 2 Tage vor meinem Abitur angefangen zu lernen, und der Tag davor war halt besonders intensiv. Da habe ich echt den ganzen Tag gelernt. Und bei Abitur war es besonders wichtig, weil ich das einfach irgendwie als Leistungskurs gewählt hatte. Deshalb ist es aber nochmal besonders wichtig. Ja. Also eigentlich gibt es da nicht viel mehr zu sagen. Das war deshalb in der Zeit dann, wo ich die Prüfungen hatte, ganz schön stressig, weil es war halt schon, das war schon beängstigend. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf meine Noten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt bestanden habe jetzt. Aber eigentlich glaube ich, dass ich bestanden habe. So, und jetzt bin ich halt mit meinem Abi fertig. Bald habe ich auch ein neues Laptop. Freue mich auch sehr, weil, also, mein Laptop mag ich eigentlich sehr, aber der ist halt ziemlich alt und der ist für alles super langsam. Also ich brauche einfach 3/4 Stunde, um überhaupt mein Programm zu starten, so. Deshalb ist das Schneiden damit nicht unbedingt super angenehm, obwohl ich sehr gerne schneide, aber ja. Jedenfalls bin ich jetzt fertig mit Abitur und werde wieder mehr Videos machen. Und ja, freut mich. So, viel Glück mit euren Prüfungen, falls ihr welche habt, und ja, ich sag nur mal tschüss. Oh. Gut, 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 gut. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So scheiße, Alter. Mann, 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 Mann. Dummheit ist Kacke für mein... Oh, funktioniert noch. Fein.